Wie gesagt, das ist blind. Ich habe keine Ahnung, ob die noch lebt oder ob die echt gestorben ist, aber... Naja. Ah, jetzt geh halt auf, du Tür. Hallo, gesund aussehender Mann. Ja, das... Ach so, Leertaste kann ich auch drücken. Okay, ich habe vorher immer die mittlere Maustaste benutzt. Das geht natürlich auch. Hier hatte jemand aber auch mal... Nimm halt auf das Geld. Geld ist wichtig. Nicht einfach liegen lassen. Na na na. Jetzt habe ich zumindest durch den Safe etwas Platz im Inventar. Wie viel Platz habe ich denn noch? Ja, ich habe 3 Slots mehr. Das ist schön. Warte, was? Gefährliche Anomalie registriert. Ah, das klingt super. Reicht mit dem Rumgespacke. Das Licht nervt. Einer weniger. Das war. Eieiei. Wie viele... Man müsste eigentlich mal zählen, wie viele das hier überhaupt sind, die ganzen Mutanten. Es würde mich echt interessieren, wie groß denn die ganze Crew ist. Was? Watch the vents. Ach so, ja, klar. Natürlich, machen wir. Soll ich nach unten? Mhm, anscheinend. Warum mache ich das eigentlich? Es ist doch so klar, dass... Das ist so klar, dass dann hier... irgendwas kommt und mich umbringen will. Ich meine, alles will mich hier umbringen, also... Ist doch eigentlich egal, wo ich hingehen will. Außer Herr Hamden und diese Kendra, also, wenn die überhaupt noch lebt. Na, na, na. Ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache. Ja, da ist wahrscheinlich noch draußen etwas. Wow! Weg mit dir, weg! Ah, beschissenes Skript. Was in Gottes Namen geht auch vor sich? Ich glaube, das trifft es ganz gut, Doktor. Gottes Werk. Ich bin mir nicht sicher. Wir müssen annehmen, dass die Probleme der Kolonie in irgendeiner Weise mit dem Marker zusammenhängen. Sie können annehmen, was Sie wollen, aber lassen Sie mich daraus. Der Marker ist ruhmvoll und göttlich. Und Sie, Sie wissen das. Gottes Wege sind rätselhaft. Wie dem auch sei, wir werden ihn morgen an Bord haben. Dann können Sie ihn analysieren, wie Sie wollen. Warum so beunruhigt? Beunruhigt? Captain, da unten sterben Menschen. Sie töten einander. Ist dieser Irrsinn die Transformation, die Unitology uns lehrt? Doktor Terence. Wenn viel auf dem Spiel steht, ist die Gefahr immer groß. Und hier ist sie gigantisch. Alles könnte sich verändern. Genau das beunruhigt mich. Wieso ist das Symbol hier eigentlich so ein C mit so einem, mit so einer Kugel drin? Und wieso zur Hölle kommen da 2 Gegner raus, wenn ich schon da drauf stehe und der trotzdem da rauskommen kann? Ah, das ist doch... Kann man hier,
Die zu... Ui, was ist... Textler. Lesen, lesen, lesen. Ich meine, wenn ihr das alles lesen wollt, könnt ihr das ja auch stoppen. Ich werde das nur kurz immer überfliegen. Offscreen werde ich das vielleicht hin und wieder mal alles nachlesen. Ja. Der Marker. Sind das hier alles auch religiöse Fanatiker oder? Das sieht interessant aus. Aber damit kann man nichts machen. Ist das auch ein Item, was man irgendwie benutzen kann, dieser Leiter? Achso, das ist der Flammen. Ach so, ich hätte das hier mal direkt abladen können. Ach Mist, okay. Okay, wertvolle Komponente, das ist gut. Unterlasse dies. Das ist doch nicht fair, ich hab doch... Ich hab's doch gerade gesagt. Unterlasse dies. Laufen, laufen, laufen zu einer sicheren Punkt. Da kommt doch bestimmt irgendeine Scheiße. Das ist gut, das ist sehr gut. Ich hasse euch, ich hasse. Akrobatiker seid ihr auch noch, was ihr mit euren Hälsen machen könnt. Darf ich jetzt echt einfach rumlaufen, so dass mir nichts passiert? Das würde mich sehr ergötzen. Ich erwarte Gräge wieder in den nächsten Sekunden, dass das irgendwie wieder abspackt. Audiolog. Ich konnte Jürgens endlich überzeugen, mir den Videofeed von der Kolonie zu zeigen. Und was ich gesehen habe, war unvergleichbar, atemberaubend. Die Bergarbeiter wurden zu etwas Außergewöhnlichem. Ich muss mehr darüber wissen. Und selbst wenn der Gläubige in mir einer von ihnen werden will, will meine wissenschaftliche Seite ihre Geheimnisse lüften. Ich muss einen dieser Nekromorphen, wie Kain sie so nüchtern nannte, untersuchen. Ich muss diese Infektion aus erster Hand erleben. Vielleicht bei diesem Patienten aus der Kolonie. Ah, verrückte Wissenschaftler, verrückte Menschen. Verrückte religiöse Fanatiker. Wer hat sowas denn nicht gern? Ich. Hauptsache, ich überlebe die ganze Scheiße hier. Und muss mich nicht darum sorgen, dass jeden Moment irgendetwas in die Ecke kommt. Kann man das da jetzt einsehen? Wie? Biolabor. Holla. Das sieht aber auch nicht sehr gesund aus. Hier war jemand wütend. Bevor ich speichere, schauen wir eben nochmal, was wir hier alles abgrasen können. Ich bin wahrscheinlich schon wieder... Oh ja, ich bin lang über der Zeit. Okay, das ist jetzt wieder zwei Parts am Stück. Dann kann ich jetzt auch erstmal wieder sagen, ciao, bis zum nächsten Mal bei Dead Space. Tschö.